Und wäre schade. Also man hat sich schon ein bisschen daran gewöhnt, ist so irgendwie wie so ein alteingesessenes Team in der richtigen Formel 1 zum Beispiel, würde ich fast schon taufen, so Force India, würde ich jetzt so mal sagen. Auch wenn für Force India sehr wahrscheinlich ein anderes Team gewesen ist. Ich kam nur nicht auf den Namen. Ich weiß, dass Rossini Ferrari ist, Steinmann Mercedes, Panther ist Red Bull. Dann ist Gitano McLaren. Chirot ist damals, glaube ich, müsste es noch Männer gewesen sein. Oder halt Sauber, aber wenn man die Teams ansieht, müsste es Männer gewesen sein. Velan ist auf jeden Fall Sauber. Ja, sowas. Velan ist Sauber. Thornton müsste Lotus gewesen sein, oder Renault halt. Dann haben wir noch... Oh, welche Teams haben wir noch gehabt? Gute Frage. Sehen wir gleich mal. Weil manche Teams sind ja noch da. Ich weiß nur, ah stimmt, Van Dort ist Force India. Und der Corsa ist Toro Rosso. Da fehlen aber auf jeden Fall ein paar Teams noch. Dann müssen wir gleich mal gucken, wie es aussieht. Wie sieht es allgemein aus? Platz 3 und Platz 7. Ja, hält sich noch in Grenzen. Also, der Graf kann sich auf jeden Fall deutlich noch steigern. Da müsste noch mehr drin sein. Und sie auf jeden Fall sollte sich vielleicht nicht verbessern. Zeitlich gesehen ja, aber... Gut, das könnte jetzt sehr, sehr schnell nach hinten losgehen mit der Geschwindigkeit nach rauszuhören. Oh, bei ihm wird es auch richtig eng, aber er kann sich halt wirklich noch steigern. Er hat die Möglichkeit dazu. Jetzt aber 8,8%. Da bin ich mal gespannt. Wenn es geht, sollte auch keiner im Weg stehen. Oh, Mahali. Ach, Inlap, okay. Dachte schon. Naja, ich weiß noch, welches Team dabei ist. Windsor heißen die, glaube ich. Windsor ist auf jeden Fall Williams. Das ist auch klar. Das fiel mir gerade nur ein, weil die Teams ja wirklich fast in dem Moment fast. Dieses Team klingt wirklich fast gleich. Ansonsten müssten wir mal gucken, welches Team dann noch dabei ist. So, Lara mit einer absoluten, nein, keine absoluten Besserung, aber eine Verbesserung. Auch der Graf. Aber hört, da setzt sich gerade an, eine neue absolute Bestzeit zu fahren. Schafft es auch. Oder er? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall minimaler Rückstand. Lara platziert sich auf Platz 3. Und der Graf. Oh, schafft es noch auf die Pole Position. Super letzter Sektor von der Graf. Das muss man definitiv zugeben. Hätte ich so jetzt nicht erwartet, dass der da im letzten Sektor sowas raushaut noch. Der hatte 13. Rückstand. Der war im letzten Sektor, hatte irgendwas da hingehauen. War stark. Also Qualifying allgemein war jetzt sehr stark mit Platz 1 und Platz 4. Okay, dann schauen wir mal. Ja, die harten Reifen auf jeden Fall. Die werden wir auf jeden Fall benutzen müssen. Und bei ihr sind es die mittleren Reifen. Ist auch alles in Ordnung. Und okay, wir müssen so am Anfang ein bisschen beantworten. So ein, vielleicht zwei Runden. So. Wir schauen mal, ob irgendein Team noch da ist, was ich nicht gerade eben genannt habe. Rosini, Boa, weiß ich nicht genau, welches Team das sein soll. Team Kiow, auch keine Ahnung. Windor, Boa. Nö, das sind eigentlich größtenteils alle Teams. Also es müssen halt in der zweiten oder sogar bis jedenfalls schon in der dritten Liga gucken, wie Thornton zum Beispiel. So, los geht's. Der Graf mit einem guten Start. Box will außen rum überholen. Klappt nicht. Sehr schön, damit führen wir das Rennen an und ich glaube, Hürth hat nun einen Platz verloren. Okay, der Graf jetzt auch. Okay, wir stellen mal die Reifen runter. Also wir brauchen auf jeden Fall was länger was von den Reifen. Wir ziehen die wieder sowas von schön ab. Das ist sehr schön. Ja, fast, also jetzt wird es langsam deutlich, was seine Punktzahl angeht. Einzige, der es schaffen könnte, noch die 100-Punkte-Marke zu knacken. Aber das wird noch relativ knapp.
Also harten Reifen müssen wir auf jeden Fall aufziehen. Dann ist die Frage, was danach? Hart und dann vielleicht Medium oder Medium oder hart und dann Soft oder ja, müssen wir auch mal schauen. Die Reifen verbrauchen hier sich sehr, sehr schnell. Ich habe genau aufpassen müssen, wen wir wann wo reinschicken. Diesmal würde ich sogar fast sagen, schicken wir den Grab als erstes rein. Und obwohl, sie könnte mit einem Undercut vielleicht an Hürter vorbeikommen. Deswegen mal das nächste Runde. Ja, der Abstand zwischen denen ist zu knapp. Das steht fest. Ich würde sogar fast sagen, wir holen Lara rein. Die kriegt die Mediums. Und dann darf sie dann noch diese Runde pushen und dann lieben es. Safety Car, das ist doch irgendwie genial. So. Obwohl, was heißt genial? Dadurch hat sie vielleicht wieder ein bisschen mehr Pech. Das könnte es auch sein. Okay, ich bin mal gespannt. Alle kommen rein. Unsere Fahrer sind sehr eng beieinander. Es muss ein Top-Stop bei der Graf sein. Damit das vielleicht passt. Jo, ein guter Superstock. Wir sind saumäßig nah dran. Sie kommt auf Platz 5. Also wir haben gut die Reifen gewechselt und relativ weit vorne. Weil die Boxengasse halt sehr, sehr kurz ist. Also hier ein Boxenstopp mehr oder weniger, das merkt man fast nicht. Gut, sprühe vor. Was ist jetzt mit Lara gewesen? Geringe. Was? Ich habe keinen Schimmer, was da gerade stand. Scheint mal vielleicht ein Problem zu geben. Also es wäre neu, dass man das so anzeigt. Aber sie spart ja Sprit. Daher. Die Reifen sind zu kühl. Das heißt, wir können die jetzt so langsam mal aufdrehen wieder. Etwas und den Motor etwas aufdrehen wieder. Also nicht volle Pulle, sondern nur ein bisschen. Und das Rennen geht wieder. Wow. Also der Julio lässt ordentlich Rückstand. Und ah, es gibt keinen Angriff. Aber Lara schafft es doch nicht an Hürter vorbei. Und fällt ihrerseits vielleicht sogar noch ein Platz zurück. Außenrum. Jetzt Innenkurve für den Steinmann. Ah, okay, er ist vorbei. Und jetzt kommt der Nächste, der vorbei will. Das schafft er auch. Ah, kein guter Restart für sie. Und Fox auf Medium ist unterwegs. Ah, das... Bin mal gespannt, was das bedeutet, wenn sie auf Medium unterwegs ist. Also Reifen können wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen aufdrehen. Oh, das wird sehr, sehr schwer für Bohr, sich da noch irgendwie in die Punkte reinzufahren. Die Brünen bräuchten jetzt schon fast zwei Doppelsiege, um dann vielleicht nicht auszufallen. Ich weiß, dass du da hinterher fährst. Ich dachte ja, dass wir mit dem Undercut vielleicht an Hürte vorbeikommen, aber dadurch, dass der Safety Car kam, wird das Ganze ein bisschen ja, nach hinten gedreht. Der Julio verliert auf jeden Fall jetzt Zeit. Könnte aber auch die richtige Entscheidung gewesen sein, für ihn jetzt weiterzufahren. Oh, die Reifen werden nicht gerade viel wärmer. Wir bleiben einigermaßen dran an Fox. In die Form von der Graf ist super. Ihre Form dahingegen ist, naja, so lala. Okay, die ersten, die auf Medium geschadet sind, kriegen dann ein Problem mit den Reifen. Bisher läuft es sehr gut. Wir holen zwar nicht die meisten Punkte, aber immer ein paar. Können wir uns ergattern. Wir haben auch einen kleinen Vorsprung zumindest auf Turat und bauen ihn so peu à peu ein bisschen aus.
Okay, bei Lara ist es eigentlich genau auf dem gleichen Stand wie Graf. Also der Graf könnte jedenfalls nochmal hart aufziehen und sie halt nochmal Medium. Weil man sieht, 60 zu 61, er ist ein bisschen nur vorne ran. Also ist gar nichts. Also er hat die schnelleren Reifen. Plus braucht genauso viele Stops. Ist für sie auf jeden Fall deutlich besser. So, jetzt kommt viel in die Box. Der Solio durch den Reparaturstopp fällt er weit nach hinten. Ziemlich spitzer für die eigentlich. Okay, Team Kirov sollte eigentlich fast schon. Obwohl, nicht so sicher. Es sind nur 6 Punkte. Es wird auf jeden Fall ein, bis zum letzten Rennkampf zwischen Team Kirov und Boa. Aber Team Kirov hat immer ein Rennen gewonnen. Ne? Das darf man nicht verachten. Und sie hängt immer noch hinter Jota fest. Und kommt da einfach nicht vorbei. Na, so ein Ärger aber auch. Boah, ist doch alles, läuft ein bisschen nach Plan, weil Fox muss auf jeden Fall jetzt gleich reinkommen. Und dann ist die Frage, was Fox aufzieht. Wenn Fox natürlich jetzt die Harten aufzieht, ist es gut für uns. Weil ich will halt nicht, dass Graf gewinnt, sondern sonst mach wieder viel, viel Minus. Makarova in der Box mit Reparaturstopp. Ihre Temperatur ist aber ordentlich nach oben gestiegen, was die Reifen angeht. Aber die Mediums, das ist sehr eng. Also die müssen hier ein bisschen zurückholen, meine Temperatur. So kann sie vielleicht ein, zwei Runden länger fahren. Weil mittlerweile können wir ja beide gleichzeitig in die Box schicken. Fox wieder auf Medium. Und kommt auf Platz 3 raus. Sehr interessant. Also die, die jetzt auf dem Hard gehen, könnten durchfahren. Also wir sind jetzt gut, glaube ich, fast 10 Runden auf den Reifen. 11, okay. Sogar ein bisschen mehr. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen reinfahren in die Zahl, ja. Okay, Levkov und Dickmann. Levkov mit angefahrenen harten Reifen, das wird sehr wahrscheinlich dann nicht reichen. Bei ihr konnten wir gut die Reifen jetzt schon. Okay, nächste Runde ist dann die Boxenstopp-Runde für de Graaf. Dann sollten die harten Reifen eigentlich durchhalten. Sie fährt auch noch die nächste Runde und dann auf Mediums. Und ihr Wagen sieht deutlich punktmäßig besser aus als seiner. Zumindest ist mal ein Hörter vorbeigekommen, habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich war gerade eher mit der Strategie ein bisschen beschäftigt. Aber da haben wir eigentlich keine Zeit. Und das komplette Rennen auf langsam machen, das dauert dann echt Ewigkeiten. Da braucht man schon eine eigene Folge und das dauert dann trotzdem sehr lange. Boxenstopp war super. Und jetzt haben wir erstmal Laras Boxenstopp im Weg. Er ist auf Platz 3 und das ist knapp hinter ihr. Nur wir fahren jetzt wirklich durch und sie nicht. Das heißt, es geht sehr wahrscheinlich gerade um den Sieg für de Graaf. Auch wenn wir gerade keinen Sieg wollen. Das sieht sehr gut aus. Vor allem sie kann jetzt mal ein bisschen den Motor wieder verbraten. Genau wie er. Ketorat. Und auch Mourinho kommt vor ihr raus. Giuliani muss nochmal auf jeden Fall in die Box. Da werden die Reifen nicht halten. Das heißt, sie ist auf Platz 6. Auf Platz 5 eigentlich gesehen. Das heißt, sie würde gerade einen Sprung nach oben machen. Nee, Fox wird sie überholen. Aber Fox muss auf jeden Fall nochmal in die Box. Das heißt, sie wird ungefähr auf Platz 4, 3 zurückfahren. Nicht auf Platz 3, sagen wir ja Platz 2. Das heißt, sie wird 4 Punkte verlieren. Das heißt, das wird ein enger Kampf um Platz 3 am Ende der Meisterschaft. Den Motor können wir wieder runterstellen. Ansonsten haben wir am Schluss des Rennens keinen Sprit mehr. Oder kein Auto mehr. Oder vielleicht ist Fox so reifenschonend am Fahren,
Okay, die Form ist mich gerade sehr bewegend bei Fox. Das 1,4 gegen 9,1. Deswegen bleibt er mit den harten Reifen auch sicher dran. So einigermaßen zumindest. Also sie kann wieder ein bisschen die Reifen verbrauchen. Aber für 8 Runden. Sie hat nur die Hälfte der Reifen halt schon verbraten. Ich weiß halt nicht, wie es aussieht. Kommt der Torrad näher oder können wir wegziehen? Wir können leicht wegziehen. Gefällt mir. Gefällt mir sogar sehr. Okay, Guiani muss auf jeden Fall in die Box. Fox wird auf jeden Fall vor Mourinho sogar rauskommen. Weil der Boxjump hier wirklich sehr, sehr kurz dauert. Burgmeier, okay, das war zu erwarten eigentlich, die Reifen. Fox wird auch auf Soft setzen. Das heißt, es wird ein sehr enger Kampf zwischen den dreien am Ende des Rennens. Guiani geht auf Medium. Überraschend. Kommen wir wieder näher an Fox ran? Nee, Fox fährt uns ein bisschen davon. Die fährt nur ein bisschen aktiver wieder. Jawohl. Das heißt, nächste Runde wird dann Fox in die Box kommen. Oder übernächste Runde zu spätestens. Durchfahren auf jeden Fall nicht. Umso länger jetzt sie mit den Mediums fährt, umso schlechter für sie. Kommen alle näher ran. Ich kann ihm auch schlecht sagen, so langsam fahren, damit er einfach, damit er halt das Rennen nicht gewinnt. Aber wenn er schon Meister wird, darf er auch mal Rennen gewinnen. So ist er nicht. Okay, Fox in der Box. Fox fertig. Das wird knapp mit Torrad. Ah, Mourinho ist auch noch knapp dahinter. Levkov, ja, selber schuld, wenn man mit angefahrenen harten Reifen losfährt. Und nochmal harte Reifen? Was macht Levkov denn? Da hat er jetzt Softreifen benutzt oder hat er keine mehr? Das kann natürlich auch der Fall sein. Wenn man hier den Stops ansieht. 4, 14, 7. Also so eine Runde haben wir auf jeden Fall auf dem Buckel, die reift schon. So, Motor können wir sogar aufdrehen. Also wenn holen wir jetzt einen Sieg für den Graf. Dann braucht er nämlich nur noch 3 Pünktchen, um 100 Punkte zu erreichen. Okay, Fox kommt da angeschossen auf jeden Fall. Wird sehr wahrscheinlich, wenn nicht sogar die beste Zeit fahren. Aber vorbeikommen und, also ranfahren und vorbeifahren, das sind zwei verschiedene Sachen. Also ich glaube schon, dass sie, wie kann er mit so Reifen noch die Bestzeit fahren? Wie gesagt, ich glaube schon, dass sie an Torrad vorbeikommt, aber ob sie an der Graf noch rankommt, das glaube ich eher nicht. Oh, Torrad nochmal in die Box. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber der Vorsprung war zu groß. Mourinho, vielleicht auch nochmal Boxenstopp. Ich glaube, Mourinho wird jetzt durchfahren. Wie schnell wir Sprit gespart haben, das ist echt unglaublich. Okay, letzte Runde für den Graf. Allgemein für alle. 7 Sekunden Vorsprung sollte er sich nicht nehmen lassen. Mourinho und Torrad, das wird ein enges Ding zwischen den beiden. Er sollte relativ langsam um die Kurve tuckern. Aber wir kamen letztes Mal an Schengen nicht vorbei, obwohl der fast kaum Reifen war. Also irgendwie relativ frische Reifen noch. Aber okay. De Graaf gewinnt das Rennen von Doha. Fox wird Zweiter. Mourinho wird Dritter. Torrad Vierter. Sie wird Fünfter. Hardy Sechster. Hürter Siebter und Guiani Achter. Üblichen Punkteausbeute bei den Teams. Oh, das wird aber ein enger Kampf hier, ne? Zwischen Panta, Kitano und Rossini. Also scheinbar muss ich definitiv nur mit Platz 5 zufrieden geben in dieser Saison. Deutlich weniger Geld für das Team. Weil letzte Saison sind sie ja Zweiter gewesen.
und die Saison halt nur auf Platz 5, das ist ein deutlicher Rückschritt, sagen wir mal. Aber wer weiß, wie sie nächstes Jahr wieder zurückkommen. So, technische Abnahme. Wir sollten definitiv nichts haben. Wir haben ja schon seit längerem nichts mehr Neues eingebaut. So, 41 Punkte hat er Vorsprung. Das ist mal deutlich. Wir haben 86 Punkte Vorsprung. Also wenn wir, wenn es ganz gut läuft, schaffen wir vielleicht die 100. Also wenn es ganz, ganz gut läuft. So, nächstes Rennen ist wieder ein Regenrennen. Wieso ist Kanada eigentlich immer ein Regenrennen? Ziemlich merkwürdig, finde ich wirklich, aber ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir jetzt ordentlich Minus gemacht haben. Wenn wir es geschafft haben mit dem schlechtesten Team wieder mal, also mit Zeit, würde ich mir behaupten, sollte es Garuda sein. Falls wir das Team natürlich kriegen. Und wir werden uns, werden wieder Erster. Vielleicht fangen wir dann wieder so an mit Staffel 3, falls es überhaupt so weit kommt. Wer weiß überhaupt. Vielleicht machen wir ein eigenes Team auf. Naja. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch in Vancouver dabei seid. Aber bis dahin. Ciao.